Wo und wie kann man Kryptowährungen kaufen? Was ist beim Einstieg zu beachten? Wo liegt die Stolpersteine? Ich bin Müllers Josua und dieser Kanal richtet sich an Unternehmer und an Investoren, die aber auch noch ein bisschen den technischen Hintergrund verstehen wollen. Bitcoin und andere Kryptowährungen kann man auf sogenannten Exchanges kaufen. Es ist eigentlich die Schnittstelle vom normalen Geld ins Kryptoland. Welche Börse für dich könnte die Frage kommen und du willst wissen, was gibt es überhaupt für Börsen? Gibt es eine Webseite, die heisst CoinMarketCap, und wenn man da unter Börse geht, klickt und dann auf Spot drückt, dann gibt es nach Größe einsortiert ganz verschiedene sogenannte Exchanges oder eben Börsen, die dann den Weg ins Kryptoland möglich machen. Die grösste, mit Abstand die grösste, ist Binance. Allerdings muss man feststellen, dass Binance im letzten Monat unter Druck geraten ist. Weltweit machen Regierungen und Regulationsbehörden Druck, wenn sie sagen, Binance erfüllt eigentlich nicht die Regulatorien, die möglich sind, und haben zum Teil verboten, dass die weitermachen dürfen. Also Frankreich, Kanada, die halbe Welt hat da jetzt mitgemacht. Also es geht darum, dass man eine Börse findet, die für uns Schweizer funktioniert. Also Coinbase ist ganz sicher eine, die geht, oder auch Huobi ist eine, die geht, das ist eine chinesische Plattform. Da gibt es ganz viele, die funktionieren. Kraken ist eine bekannte, KuCoin ist eine bekannte, also da gibt es nach wie vor ganz viele, die funktionieren. Schön ist halt, wenn sie die Regulatorien erfüllen, damit man nicht Ärger überkommt. In den letzten paar Monaten hat sich eigentlich weltweit der Trend auf diesen Plattformen durchgesetzt, dass sich der Benutzer muss authentifizieren muss. Das heisst, er muss ausweisen, wer er ist. Normalerweise passiert das, indem dass man die ID aufladen, Vorderseite, die Rückseite aufladen. Manchmal muss man noch ein Selfie machen. Auf gewissen Plattformen muss man eine Nummer auf ein Blatt schreiben und das dann haben und ein Selfie machen. Und die Authentifizierung passiert dann automatisch oder manchmal auch halbautomatisch. Und je nachdem geht es dann einen Tag oder eine Stunde oder mehrere Tage, es kommt ein bisschen auf die Plattform drauf an. Das ist nicht überall gleich. Aber mit dem stellt die Plattform sicher, man weiss, wer jetzt Geld im Kryptoland hat. Und rein technisch gesehen kann nachher auch die Plattform auf der Blockchain ja dann den Weg von meinem Geld original verfolgen. Bei gewissen Plattformen werden nur Zahlungen von einem Bankkonto akzeptiert, das den gleichen Namen trägt. Also ich kann nicht Geld von meiner Frau abziehen und auf dieser Plattform nachher mehr als Joshua hinterlegen. Das wird nicht auf allen Plattformen akzeptiert und so geht das Geld automatisch wieder retour, dort wo es hingehört. Als nächstes stellt sich die Frage, wie ich meine Kryptos zahlen will. Praktisch alle Plattformen stellen die Möglichkeit zur Verfügung, dass ich mit der Kreditkarte zahlen kann. Kryptos kaufen mit der Kreditkarte finde ich gut, wenn man mal ein bisschen ausprobieren will, aber es ist natürlich mit höheren Transaktionsgebühren verbunden. Am besten für uns Schweizer ist es, wenn man mit einer SEPA-Zahlung das machen könnte, also das Geld über das europäische Netzwerk verschieben auf die Plattform. Das bietet viele an. Und praktisch alle Plattformen akzeptieren Euros. Das ist gut, aber auch schlecht, wenn du ein Bankkonto hast, das nur in Schweizer Franken ist, muss natürlich das zuerst in Euro gewechselt werden, bevor es dann über das SEPA-Netzwerk an die Exchange geschickt werden kann. Und klar, die Bank oder die Post verrechnet natürlich Umrechnungsgebühren. Besser ist eine Plattform, die auch Schweizer Franken akzeptiert. Hier habe ich gute Erfahrungen mit Swissborg gemacht. Das Gute an Swissborg ist, die unterstützen, ich kann es nicht sagen, 16 verschiedene Fiat-Währungen, unter anderem eben auch Schweizer Franken. Swissborg hat eine einfache App, die kann man hier runterladen, und Bankdaten kann man dann hier anzeigen lassen. Und kommt nachher die Angaben über, wie man Schweizer Franken auf das entsprechende Konto einzahlen kann. So, das Geld ist jetzt auf deren Exchange, allerdings in Form von Schweizer Franken. Auf allen Plattformen kann ich nachher das Geld in Kryptos umtauschen. Ich kann dann hier sagen, welche Kryptowährung das ich gerne kaufen möchte. Also in dem Fall möchte ich Ethereum kaufen und kann dann den gewünschten Betrag eingeben.
Das geht nicht nur von Schweizer Franken in Kryptowährungen, sondern es geht auch von Kryptowährung zu Kryptowährung. Nicht jede Plattform unterstützt alle Kryptowährungen. Im Kryptoland gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man das Geld anlegen kann. Es gibt viele verschiedene Blockchains. Auf jeder Blockchain hat es dann wieder eigene Projekte, die spannend sind. Und von dort her geht es nicht nur darum, wie bringe ich das Geld ins Kryptoland, sondern wo soll das Geld nachher noch verschoben werden. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema und das beleuchte ich in einem meiner nächsten Videos. Das kurze Fazit. Erstens, Kryptos kauft man auf einer Exchange. Zweitens, heute ist es so, dass praktisch alle Exchange dafür sorgen müssen, dass sie genau weiss, wer zahlt Geld ein. Und drittens, nicht jede Exchange akzeptiert Schweizer Franken, was Wechselkursgebühren kann verursachen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und das Video nützt dir etwas. Wenn du Fragen hast, schreib sie doch bitte unten ins Kommentarfeld oder noch fast lieber an, wenn du mir ein Like da lässt. Das hilft am Kanal bei der Entwicklung. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Blockchain, mit Kryptos, mit Web 3.0 und alles, was ich gelernt habe und auch verstanden habe, das habe ich zusammengebüschelt auf meiner Webseite und stelle es zur Verfügung. Also, denke daran, Interesse ist der beste Lehrer.